wussten, dass die Gegner sehr stark sein werden. Wir wussten auch, dass sie sehr motiviert ins Spiel reinkommen. Also wir waren auch immer bei zwischendrin im ersten Viertel und im zweiten waren wir immer unsicher bei den Würfen. Und ja, also die letzten 3 Minuten haben wir alles gegeben und das ist eigentlich auch das, was wir eigentlich, das ist das, was wir können. Und davor waren wir immer ein bisschen unsicher bei den Würfen und ja, die Gegner haben uns auch sehr gepressured beim Einwurf und ja, es war sehr schwierig. Ja, also wir hatten tatsächlich einen schweren Start ins Spiel, haben das erste Viertel mit 11:23 verloren. Es waren, ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es großartig gravierende Fehler waren, sondern es waren viele kleinere individuelle Fehler, die im Endeffekt eine Kettenreaktion ausgelöst haben. Wie es Milan schon gesagt hat, wir hatten die letzten 2 Spiele gegen Jena in der CABL gewonnen. Die hatten mit uns eine Rechnung offen. Das muss man fairerweise anerkennen, haben sie heute mit Bravour gemacht. Jena hat wirklich ein sehr starkes Spiel geliefert, von außen wie auch unter dem Korb. Die haben als Mannschaft gespielt, sie haben gut verteidigt. Ja, aber was man auch positiv erwähnen muss, wo man auch den Jungs ein großes Lob aussprechen muss, im zweiten Viertel war dann der Ehrgeiz wieder da. Die Jungs haben gekämpft, die Jungs haben gut als Team Defense gespielt, haben den Ball gut in der Offense rotiert und ja, zweite Halbzeit war in meinen Augen dann auch der gravierende Punkt, wo wir das Spiel verloren haben, Beginn des dritten Viertels, was wir auch mit 8:15 an Jena abgegeben haben. Ja, genau, das vierte Viertel, gerade die letzten 3 Minuten, hat mich die Leistung der Jungs wirklich an das Spiel gestern gegen Gora erinnert, wo wir über das gesamte Spiel gut Paroli gegeben haben, stark gekämpft haben. Das war halt auch die letzten 3 Minuten von, ich glaube, minus 22, 24, was wir hatten, dann wieder auf 10 Punkte ranzukommen innerhalb von 1,5 Minuten, das ist Wahnsinn. Und die Jungs hatten auch zum Ende wirklich Bock, das Spiel zu gewinnen. Leider hat es nicht mehr geklappt. Für uns ist halt wichtig, dass die Jungs mit der Motivation, wie wir jetzt aus dem Spiel rausgegangen sind, die letzten Minuten, das heute Nachmittag gegen Worka wieder umsetzen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass wir da einen komplett anderen Spielverlauf sehen werden. Also ich finde, wir sind gut ins Spiel reingestartet. Und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und somit auch schnell zu vielen Punkten gekommen. In der Defense waren wir aggressiv, haben gute Stops gehabt und bei unserer Presse haben wir viel Steals geholt. Dann haben wir immer mehr Würfe getroffen, auch von außen, was uns dann auch zur Halbzeit den Vorsprung geschaffen hat. Davor waren wir noch ein bisschen nachlässig, weil wir dachten, ja, jetzt sind wir weit vorne, jetzt können wir ruhig machen. Haben uns dann aber doch zusammengerissen und haben weiter stark nach vorne gespielt und versucht, so wenig Turnover wie möglich zu machen. Haben aber dann trotzdem weiter noch getroffen und weiter noch stark Defense gespielt, was uns dann am Ende den Sieg gesorgt hat. Sehr gut. Ja, wir haben gestern auch die Spiele ausgewertet gehabt und auch klar nochmal den Spielern klar gemacht, dass Fehler in Ordnung sind, solange man daraus lernt. Das war gestern nicht immer der Fall und das haben die Jungs heute aber ganz gut umgesetzt und gewählt. Ja, haben das ganze Feld sehr gut verteidigt. Wir haben den Ball laufen lassen, standen hoch über der Dreierlinie, dass wir Spacing hatten und damit war ich sehr zufrieden. Nürnberg, guter Gegner, wir hatten jetzt schon, das war jetzt das dritte Spiel, das erste haben wir mit 12 oder 15 verloren, das andere dann unglücklich mit dem Wasserbieter und jetzt das letzte Spiel gewinnen wir eben deutlich. Ist natürlich schön, es zeigt eine Entwicklung. Das sind natürlich auch starke Spieler, 7 und 15, ne? Vanzis und Tantos. Gute Jungs auf jeden Fall, ja. Sympathische Mannschaft, das waren immer gute Vergleiche auf Augenhöhe und es hat Spaß gemacht. Natürlich jetzt mit dem besseren Ende für uns, worüber wir uns natürlich sehr freuen.